Hallo, werte Freunde der gepflegten Selbstbefleckung. Wir sind wieder hier in Risen 3 auf Kila unterwegs. Haben ja in der letzten Folge herausgefunden, dass dieser Typ, den wir da getroffen haben, nicht so ganz so menschlich war, wie er uns Glauben gemacht hat. Aber hey, was soll's. Wir sind mal eben auf die Karte gucken. Ah ja, genau, wir sind ja da jetzt eigentlich gar nicht so direkt auf Kila, sondern wir sind ja da auf dieser nördlichsten aller Inseln, wo wir unser Schwesterchen gefunden haben, die da unten irgendwo beim Strand rumgammelt. Aber wir haben gesagt, wir schauen uns da jetzt ein bisschen um. Und da sitzt schon einer und den werden wir gleich mal anreden. Du schaust sehr wächtermäßig aus. Warte, du bist doch... Nein, du bist keiner von diesem Lumpenpack, oder? Oh. Nein, ich bin auf der Durchreise. Gut, du siehst auch nicht aus wie einer von denen da draußen. Alles Verrückte, sag ich dir. Alles Verrückte. Besser, du kommst denen nicht zu nah. Wer jetzt genau? Was macht jemand wie du auf dieser Insel? Ich bin Wächter der Magier und auf großer Mission unterwegs. Ich sammle Kristalle für die Magier. Mein Los fiel auf diese Insel hier. Tja, und wie du siehst, bin ich immer noch da. Und? Schon Kristalle gefunden? Ja klar, jede Menge. Ach verdammt, warum erzähle ich dir das eigentlich? Weil ich dich gefragt habe? Ja richtig, aber das geht dich doch eigentlich gar nichts an. Du bist halt ein ehrlicher Mensch. Ach verdammt, das hat mein Vater auch immer gesagt. Aha. Zeig mal deine magischen Kristalle. Das könnte dir so passen. Du nimmst sie mir doch bestimmt weg, oder? Ich dachte eher an einen kleinen Handel. Na gut, ich sag dir was. Ich gebe dir meine magischen Kristalle, wenn du mir hilfst, meine Ausrüstung wiederzufinden. Wo hast du deine Ausrüstung verloren? Ich habe am Fuß des Berges dort im Norden gegraben. Doch dann kamen diese widerlichen Wasserbiester. Ich musste mich schnell aus dem Staub machen. Da habe ich alles stehen und liegen lassen. Hast du sonst noch etwas, was du mir verkaufen kannst? Klar, schau dir an, was ich habe. Was haben wir denn da? Rezept für einen Überzeugungstrank. Ah, okay. Crap, was kannst du? Crap. Nur Crap. Na gut. Okay, ich helfe dir, deine Ausrüstung wiederzubekommen. Sehr gut. Wie gesagt, ich lasse dann auch ein paar magische Kristalle springen, okay? Ach, die Elite der Wächter haben es daher geschickt. Was da alles rumliegt. Sieh mal einer an. Ja, die Elite der Wächter haben es daher geschickt. Er hat sich natürlich seine Ausrüstung abjagen lassen. Dummer Typ. Warte mal. Stört dich das, wenn ich da drinnen rumlunge? Nein. Gut, dann kann ich dich ja auch ausrauben. Zack, zack, zack. Und oben. Das ist sowieso irgendwie eine Rune für mich. Den Fusel kann ich brauchen. Also wieder nach oben. Okay, also im Norden. Fußberg, Norden, irgendwo hier. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Aua. Autsch. Ah.
So viel zu den komischen Vögeln. Krallen und Federn, das freut mich. Ich sollte mir dann irgendwann mal wieder Proviant kaufen, glaube ich. Oder zumindest irgendwas jagen, was Proviant abwirft. Ist schon langsam aber sicher. Wird das nämlich knapp hier. So, ja, wie jetzt Fußberg, Norden. Das sind so komische Vögel. Aber die haben mit Wasser nichts zu tun. Halt auf! Gut so. Nerviges Mistvieh. Krallen und Federn, Krallen und Federn, noch ein paar Krallen und Federn. Was haben wir da? Affen? Bäh, noch mehr so Kackvögel. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ich kämpfe wie der Boss gerade. Zack! Das war's. Ich bin ein echter Boss. So sieht's mal aus. Bonzi kann froh sein, dass ich mit bin. Er ist schon tot. So. Gibt's denn hier nichts, was irgendwie was abwirft, was man essen kann? Eine Muschel. Schaut nicht danach aus. Okay, ich bin auch definitiv in die falsche Richtung gelaufen, aber. Was ist denn das da unten? Das sind nur Affen. Die bringen mir in diesem Fall nichts. So. Na, gucken wir mal weiter. Ja, warte mal. Da, so, hier hoch. Geht's hier hoch? Ja, hier geht's hoch. Hallo? Da jemand? Ohne Kiste. Die ist leer. Ah, da war ich ja schon. Hä? Wie jetzt? Da habe ich ja vorher die Kuhle umgeschnitten. Oh, weißt was? So, Seekarte. Nein, da, Logbuch. So, Kieler. Bla, nutzloses Dasein auf der Karte markieren. Ich habe bei diesem Berg im Norden gegraben. Irgendwo im Süden auf dem Hauptland. Das verstehe ich nicht. Macht aber nichts. Muss ich nicht verstehen. Okay, egal. Wir sehen jetzt einfach mal zu, dass wir wieder darüber kommen. Irgendwie. Folgli. Irgendwo müsste unsere nutzlose Schwester rumstehen. Wobei es schon fast unfair ist, sie nutzlos zu nennen, weil ich hatte ja vorher die Wahl, ob ich sie nicht doch auspimpen will. Und ich habe nein gesagt, weil ich ein guter Bruder bin. Aha. Ist das der Berg da drüben? Ah ne, das ist schon der. Bonzi? Natürlich, Bonzi rennt wieder davon. Und nimmt einen anderen Weg. Da ist so ein komisches Nashorn. Das ist nicht gut. Mhm, Feuervögel.
kleiner ist, habe ich damit ja jetzt nicht wirklich ein Problem. Na toll, der nächste Begleiter, der weg ist. Oh, wie kann man aus der Nähe daneben schießen? Komischer Kosacke, du. Hey! Na schön. Da ist er ja. So. Aha. Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Na. Gucken wir mal. Dem zertrümmere ich den Schädel. Ja, dann mach mal. So, das war's. Muss ja auch nicht bei jeder Dummheit dabei sein, die du da so tust. So. Das freut mich. Wo bin ich jetzt im Feuervogel-Country? Alter. Ich danke Gott für meinen Bones. Ohne den hätte das schon ziemlich oft ganz schön anders ausgesehen. Achtung, oh, nee. Jetzt komm ich. Leuchtekäfer. Das war's mit dem Vieh. Eine Muschel. Noch aus deiner Haut macht mir eine Mütze. Leuchtekäfer Ping-Pong. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Das ging schnell. Liegen da sehr schön nebeneinander aufgereiht. Aha, da vorne sind Wasserechsen. Okay, dann hat er wohl die Wasserechsen gemeint. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Voll daneben. Zack. Nur eine tote Wasserechse ist eine gute Wasserechse. Dem zertrümmere ich den Schädel. Also. Dann machen wir das mal. Gratuliere, bauen Sie. Noch mehr Muscheln. Dem zertrümmere ich den Schädel. Du nicht nehmen, Kerze. Okay, du bleibst doch nicht. Au! Das ging schnell. Nee, warte. So, hier. Ja. Echse. Echsen looten. Noch eine Muschel. Was ist dem sein Zeug? In der Höhle da hinten. Das ist seltsam. Sehr merkwürdig. Aber okay. Wir wollen mal nicht so sein.
Dann schwimmen wir in die Höhle rein. Ah, da hat er rumgebuddelt. Lennarts Ausrüstung. Hallo Herr Schildkröte. Ich mag Schildkröten. So. Hätten wir das auch erledigt. So. Ja, die Spitzhacke und das bisschen Gold hätte ich ihm auch auslegen können. Und hätte ich mir die Quest erspart. Aber dann hätte ich auch keine EP bekommen. Also Ruhm, EP-Dings. Schon wissen. So, wir schwimmen darüber. Schwimm. Ja, dann schwimmen halt nicht schnell. Ist auch okay. Gut, noch gut. Ah, da werden wir wieder ein paar Perlen rauszupfen aus den Muschelchen. Da steht unsere sinnlose Nuttenschwester. Unsere liebenswerte, engelsgleiche, wohlbestückte Schwester. So, Moment. Ja, der Weg stimmt. Da oben ist die Hütte. Jo, Kollege. Da ist er. Hier, ich habe deine Ausrüstung gefunden. Ah, war sie immer noch in der kleinen Höhle am Fuß des Berges im Norden? Ja, genau da. Großartig. Dann kann ich ja jetzt meine Arbeit wieder aufnehmen. Vielen Dank. Das lasse ich mich ein paar magische Kristalle kosten. Hier, nimm. Und nochmals vielen Dank. Scheiß auf deine Kristalle. Mir geht's dabei eher um den Ruhm. Naja, wenn sie nicht interessiert, nehmen die Jadesteine eben ich. So. Das haben wir mal abgeschlossen. So, da steht jetzt die gute Pute. Nur so als Idee, Piraten vergraben üblicherweise ihre Beute. Es gibt eine Menge Halsabschneider da draußen, die wissen, wo solche alten Schätze vergraben liegen. Wir müssen nur die richtigen Kerle dazu bringen, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Ha. Ich soll mich also doch an irgendwelche Kerle ranmachen. Jetzt tu nicht so, als hättest du deine weiblichen Reize noch nie gewinnbringend eingesetzt. Ich könnte sie unter den Tisch saufen. Wie auch immer. Na schön. Ich mach's aber nur, wenn du mich begleitest. In Ordnung. Wen nehmen wir als erstes aufs Korn? Colby. Einer der Piraten auf Kila weiß etwas. Und er steht auf mich. Er war früher mal auf dem Kahn von Kapitän Degenkolb. Ich möchte wetten, dass ich ihn dazu bringen kann, etwas über den Verbleib von Degenkolbs Gold zu erzählen. Gut, dann nichts wie hin. Vergiss aber nicht, mich mitzunehmen. Sonst wird er nicht reden. Wie bist du nur auf Kila gelandet? Nach deinem... Naja, die Scheiße an der Krabbenküste eben. Bin ich nach Takarigua gefahren. Doch dort waren diese verdammten Schatten schon überall. Sie hätten uns fast erwischt. Doch wir konnten fliehen. Ich habe Boos und seine Männer noch nie so schnell Segel setzen sehen. Warum bist du nicht bei Boos und seinen Männern geblieben? Vergiss es. Schon während der Überfahrt hat Boos das Kommando an sich gerissen. Und als wir an Land gingen, wurde es immer schlimmer. Einer ging des Nachts in eine dunkle Höhle und kam nicht wieder. Ein anderer gaffte mich ständig an und verfolgte mich überall hin. Und immer wieder dieser Kerl, der am Lagerfeuer stand und das Ende der Welt predigte. Auf der kleinen Insel auf der anderen Seite der Bucht war ich sicherer. Du hast unser altes Schiff Boos Männern überlassen? Wie ich schon sagte, ich musste vor ihnen fliehen. Das Schiff war mir da ziemlich egal. Boos hat dir echte Probleme bereitet, oder? Ach, wäre der Mistkerl allein gewesen, würden die Dinge jetzt anders stehen. Aber das ist nun nicht mehr wichtig. Eine andere Sache bringt mich viel mehr auf die Palme. Sag schon. Rate mal, wer sich auf Kila breit gemacht hat. Spann mich nicht auf die Folter.
Erinnerst du dich noch an den schmierigen Typen, der uns damals die Schatzkarte verkauft hat? Ich meine die Karte, wegen der wir überhaupt erst zur Krabbenküste aufgebrochen sind. Diese Ratte ist auf Kila. Sein Name ist Slim. Lass ihn uns aufsuchen und kurzen Prozess machen. Wo hält sich Slim versteckt? Ah ja, das ist das Problem. Soweit ich weiß, haben die Eingeborenen ihn gefangen genommen. Du solltest dich also beeilen, wenn du noch ein Hühnchen mit ihm rupfen willst. Der Stamm der Kila ist nicht gerade für seine Gastfreundschaft bekannt. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Natur selbst regiert diesen Ort. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ihren Fängen verenden. Das hat der Dschungel so an sich. Vieles ist hier nicht so, wie es scheint. Also traue deinen Augen nicht. Wir sollten uns wieder trennen. Sicher. Komm mit. Klar. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich mich jetzt... Also, ja, es ist ohnehin Zeit, die Folge zu beenden. Dann kann ich das ja gleich mal probieren. Wir machen das jetzt einfach mal so. Jetzt ist nämlich die Frage, wenn ich mich jetzt aufs Schiff zurückbeame, ist mein Schwesterherzchen dann mit? Oder eher nicht? So, nö. Oh ja, da ist sie. Da ist sie, die gute Penny. Paddy, Polly, Bones, King. Bah! Typen. Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Kauz, den du da rekrutiert hast? Du redest von Bones? Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache, der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Ja, ist okay, du warst schon immer ein Arschloch. Warum hast du eigentlich keine Familie? Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Gut, dich zu sehen. Sieh, bist Mendoza. Hey, du! Ja. Was geht's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du? Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Und? Was sagst du nun zu meinem Chef? Beachtlich. Das macht dich allerdings noch nicht zum großen Heerführer. Du wirst ein halbes Dutzend solcher Schiffe brauchen, wenn du es mit den Schatten aufnehmen willst. Kannst du mir auch helfen, oder machst du nur große Sprüche? Ha! Warum sollte ich dir helfen? Weil ich deinen Seelenstein sonst ins Meer werfe? Na schön. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn ich dich begleiten soll, weißt du ja, wo du mich findest. Kennst du das hier? Ist das Seelenstaub? Ja, aber er ist ohne Bedeutung für einen Menschen. Für uns Geister allerdings. Dann würdest du ihn mir abkaufen? Warum nicht? Für jeweils 5 biete ich dir Gold. Du weißt aber, dass man damit Seelen auch reinigen kann, oder? Ich habe meinen Geist verloren. Wie tragisch. Was interessiert mich das? Du bist ein Geist. Hilf mir, meinen wiederzufinden. Das ist nicht so einfach. Du bist nur ein leerer Fleischsack und dein Geist ist weit entfernt auf der anderen Seite. Er irrt dort herum und findet keine Ruhe, so wie wir alle im Schattenreich. Du musst ihn zu mir bringen. Einen Dreck werde ich. Was mich angeht, gefällt mir dein Zustand so, wie er ist. Nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch noch den Rest von dir erledigt. Und ich hoffe, ich werde es miterleben. Du wirst mir gehorchen, oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Pah! Meine Vernichtung wird an deinem Zustand nichts ändern. Nein, aber schaden wird sie mir auch nicht.
Wenn ich es mir recht überlege, wäre ich ohne dich sogar viel besser dran. Ich denke, ich zerschlage deinen Seelensplitter gleich hier und jetzt. Mistkerl! Na schön, wie du willst. Ich denke, ich hätte da etwas, was dir helfen könnte. Oh. Gute Entscheidung. Wir werden noch die besten Freunde. Mein Freund, der Fleischsack. Was hast du anzubieten? Dein Körper ist schon halb tot. Trotzdem bist du noch kein Scharge der Unterwelt. Das heißt, dass noch eine schwache Verbindung zwischen deinem Geist und dir besteht. Um sie zu verstärken, muss dein Körper zur Ruhe kommen. Dann besteht die Möglichkeit eines Kontakts. Träume? Du redest von Träumen. Ja, verdammt, wovon denn sonst? Leg dich einfach schlafen, du Idiot. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Du siehst mit den Augen deines Geistes und erlebst, was er erlebt. Die Verbindung hält nur leider nicht besonders lang und ist instabil. Ich kann dir helfen, diese Verbindung zu stärken und dir etwas mehr Kontrolle über deinen und über andere Geister zu verschaffen. Sehr nett. So, diese Diskussion führen wir in der nächsten Folge dann weiter. Herr Mendoza ist doch ein bisschen nützlicher, als ich ihn für gehalten habe. Ich kann ihn nicht mehr reden. Okay, Zeit die Folge zu beenden. Meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf Kila. Risen 3, Kila, super Ding, ole ole. Bis zum nächsten Mal, bleibt's brav. Pfiat euch, euer Eigi.